Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Tomodachi Life. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen gleich erstmal anfangen, wie es hier schön am Morgen unseren Bewohnern geht. Fangen wir doch mal oben an mit Uwu und schauen, was es gibt. Schön, dass ihr angeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. So, guten Tag. Was gibt's denn? Du bist so hungrig. Ja dann, ess was. Ein Auberginenauflauf vor den Herren. Lass es dir schmecken. Und schmeckt gut, es schmeckt auch so lecker, wunderbar. Es ist ein Problem, bis erst, dass gestern kein Part von Tomodachi Life kam. Ich hatte so viel im Hut. Ich habe wirklich, ich kann es dir nochmal sagen, dass das Abwehrstag das bringt. Ich meine, ich kann nichts verspressen, aber es probiert es. Ne? So. Ah, hier haben wir Pikmin. Ich habe an allem Spaß, was ich mache. Das ist schön. Wie kann man dir helfen? Ich würde gern niesen, aber es geht irgendwie nicht. Du würdest gern niesen, aber du schaffst es nicht. Ja, da helfen wir dir doch mal. Und? Wird das hier mal was? Nein, jetzt ist es weg. Was kann man denn dagegen tun? Ich glaube, das kann man doch gar nicht. Ist doch die reiche Glückssache, ob das funktioniert. Oder ob das hier irgendwie nicht funktioniert. Oder kann man, hat man irgendwie Einfluss darauf? Ich glaube ja nicht, ne? Aber okay. So, schauen wir mal, was Gamer will. Hat er sich da gestritten, oder wie? Da bist du ja mal wieder, eben. Was ist? Hab ich was im Gesicht? Ja, hier. Du hast da was von einer Pusteblume auf dem Kopf. Mach das Ding weg. Ich finde, das hat eigentlich so... okay. Hat es denn was, dass ja alles wegmachen muss, ne? So, was willst du eigentlich? Du willst, hast doch irgendwas anderes auf dem Kasten, ne? Du wärst doch gern mit Uwe befreundet. Ja, dann ist doch voll in Ordnung. Klar, stell dir's vor. Weißt du, wie ich befreundet sein ist immer gut. Wenn ich mit ihm rede. Und wenn du schlag immer dabei, ist auch immer. So, man kann sich mein Handy ins Laden anhängen. Wunderbar. So, einfach hier Zuverlässigkeit, weil ich sage immer, Zuverlässigkeit ist das Schlüssel zum A und O. Also eigentlich ist ja eher Höflichkeit, aber Zuverlässigkeit gehört auch dazu. Klar, bevor man zuverlässig ist, muss man erstmal höflich sein, weil sonst bekommt man keine Aufmerksamkeit. Aber in dem Fall setzt es mal auf Zuverlässigkeit. Weil sonst setzt immer auf Höflichkeit, jetzt mal auf Zuverlässigkeit. Ist aber nach Freundschaft genau dasselbe wichtige Kriterium. Man muss es einfach bei Freundschaft gegeneinander irgendwie darauf verlassen können, sonst funktioniert es von hinten nicht. Also das sag ich jetzt nicht als hier so der Freundschaftscoach, der die krasseste Ahnung von Freundschaften, Beziehungen und sonst was hat, aber es sind wirklich so einfache Sachen, die so eine Freundschaft einfach so standhalten. Und natürlich aktiv sein. Auf Treffen und so Stuff ist auch wirklich wichtig für Freundschaften. Dann sterben die auch nicht aus. Ne? Wenn man aktiv dran bleibt, höflich ist, zuverlässig ist, dann beste Bedingungen. Leider ist das in der Realität nie so einfach und deshalb gerne Freundschaften nochmals noch verloren, an die man lieber gerne noch länger hängen bleiben würde, wie mein eigenes nun ja hängen bleibt. Aber das ist immer so eine Sache. Ja. So, schauen wir mal, was Cookie denn ist. Mist. Aber ist Self so ein wieder viel zu viel vom Thema ab, glaube ich. Viel zu viel, als es mir lieb ist. So, ich hatte Lust auf ein spanisches Essen. Das wäre mal eine Fiesta. Oh, kommst du jetzt aus Spanien? Das Ding ist, wir haben ja halt einfach kein spanisches Essen, ne? Aber sagen wir mal, ob wir es kaufen, irgendwas finden. Hier haben wir doch eine schöne kalte Sommersuppe. Vielen Dank. Die Gazpacho. So, Amigo. Komm, esta tu Suppe. Die fand er absolut lecker. Gazpacho auf dem zweiten Platz. Ich kann es wirklich auspressen.
Yo puedo hablar español, pero nicht sehr gut. Ein Skateboard geben wir doch mal. Jungs, skaten nämlich gerne auf Skateboards rum und damit tun wir das bald hier einen Skateboardplatz eröffnen. Wäre so mendes sick. So. Dann gehen wir noch gleich weiter und schauen, was Krute will. Bald haben wir endlich ja alle durch. Halleluja. Und wie ist das Wetter bei euch so? Ja, ganz gut eigentlich. Ich habe Hunger. Ach, Hunger. Vor allem bei uns ist das Wetter echt toll. Also, Vormittag hat es geregnet, aber nachmittags soll wieder sehr warm sein. Bin auch dabei, mal einen Pool aufzubauen draußen. Lohnt es echt, geht bei dem Wetter draußen ins Freibad oder in den Pool, wenn ihr nicht gerade meine Videos haut. Ich meine, ich nehme meistens mal Videos wirklich abends auf und bin den ganzen Tag über draußen. Manchmal lernt es halt, aber ich bin halt draußen. Und das ist nämlich der springende Punkt. Man ist draußen und macht draußen viel. So, und den sorgt da hier, den scheint es nicht so gut zu gehen. Sag mal, was sein Anliegenproblem ist. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders. Okay, du brauchst ein Magenmittel. Und schon gehen die kleinen Bakterien weg. Mittel hat geholfen, ja, wunderbar. Ja, ich wünschte, ich würde den Relief ja wirklich auch so schnell gehen, ne, mit dem, aber so ist es halt. So, dir schenken wir jetzt mal ein Mobiltelefon. Damit kannst du immer deine Freunde anrufen. Wie gesagt, es ist halt immer ganz schön, was ich sowas schenke, aber meist ist das dann doch sinnvoll, was ich versenke. So. And back. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon fast alle abgeklappert. Wir haben alle abgeklappert hier. Na dann. So, dann schauen wir mal, was sonst so krasses gibt hier. Hier ist ja jemand hier auf dem Aussichtsturm. Sind wir da mal vorbei. Ah, ja, hier fährt Cookie mit seinem Skateboard rum. Siehste, war doch cool, dass ihr ein Skateboard gesenkt habt. Hinten liegt aber noch ein zweites. Ist das schön, dass ihr dieses schöne Wetter wirklich nutzt, um hier einfach wie Cookie hier sehr schön rumzufahren. Das ist sehr schön, freut mich. So, wenn man aus dem Park abgeht, da ist nämlich auch noch ein Mio unterwegs. Ah, da bin ich so, oder? Kann das sein? Ah, ich hocke hier so durch die Gegend, oder wie? Ach, schön. Okay, also ich hocke im Park hier ein bisschen rum. Ich habe mich gerade irgendwie fallen an dieses V-Fit Plus, mal auch so rumgezockt ist. Das will ich auch irgendwann einfach mal fast for fun bringen. Also, wenn Cookie auf sein Skateboard rumfährt und ist im Park so rum, zocke, schauen wir uns mal die neuen Nachrichten an. Ich glaube, immer geht ja auch nicht ab, ne? Aber mal sehen. Damakuchhorn ist der höchste Gipfel auf Damakuch. Gamercodeshorn, okay. Aufstiegsroute gewählt und ohne Sauerstoffflasche den Gipfel erreicht. Wow, hast du krass gemacht. Aber niemandem war bisher der Aufstieg über die südwestliche Route ohne Sauerstoffflasche gelungen. Die erfolgreiche Solo-Besteigung durch Sophie hat die Bergsteiger-Community in Aufruhr versetzt. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Die Meldung war positiver als erwartet. Wow, das kam jetzt überraschend. Also die Meinung finde ich ja immer wirklich, wirklich krass hier. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. So. Jo, dann gib mir doch noch mal zum Geldbrunnen. Ich bin gespannt, wann das dieses Diethaus hier aufmacht. Oh, aber ich hab das zu mir. Okay, dann muss man jetzt mal bald mal ein Lied senken. Das ist die nächste Sache, die wir machen, damit dieser Liedhaus hier öffnet. Vielleicht sogar so im nächsten Part. Wer weiß. Jetzt sammeln wir erstmal das Geld. Auf Geld von jedem einen, wie immer. Der Appell kommt gerne hinzu. Ich weiß, ab heute in dem Part ist keiner hinzugefügt. Ich hab damit vergessen zu schauen. Ich hab da auch noch jemanden. Ich schau's bis zum nächsten Mal. Aber wenn ihr noch neu seid und ihr sagt, so mal wie, ich möchte, dass es gerne dazukommt, einfach mir per PN zusenden, dann kann das dazu. Das sage ich immer hier an der Stelle. Ich denke, es passt auch nichts mehr Neues, aber es ist halt, es ist so, ne? Ich würde freuen, wenn euer Mi reinkommt.
So, weil hier kommen auch immer mehr Leute dazu und mehr Geld. Haha. Was haben wir viel, wie wir jetzt nicht gerade eingesammelt haben? Zum Thema mehr Geld. Ab nächstes wird es auch im ULF hier wirklich Spenden geben, dass ihr mir spenden könnt, weil es haben mich so, so viele Leute gefragt. Das Haus ist auch jetzt bald Einreste. Ja, jetzt ist der Part erst 10 Minuten, aber viel mehr ist hier halt gar nicht los. Sag mal, macht nur mal gespannt Cookies, wie er Skateboard fährt. Ist aber eigentlich auch nicht so krass, ne? Also hier sehen wir ein Skateboard fahren, ein Cookie. Und viel mehr ist jetzt heute auch nicht los, deshalb wollte ich den Party einfach so wieder beenden. Hab ja gesagt, manche Partys sind länger. Oh, aber hier ist ein Morgenmarkt, okay. Dann schauen wir doch nochmal hin. Diese Schoko-Croissants sind wirklich lecker. Ah ja. Sieht ja auch ganz nett aus. Dann kaufen wir doch mal so ein schönes Croissant, weil ich bin nämlich schon auf dem Morgenmarkt. Kaufe ich gleich mal hier ein Stück, dann habe ich schon mal genug. Kann man das schön verfuttern. So, dann war es ja jetzt mit ein Part mit dem Besuch nach dem Morgenmarkt und Cookies tollen Skateboard. Wie gesagt, manche Parts sind länger, manche sind jetzt in dem Fall nicht so lang, weil ja nicht so krass viel abgeht. Das ist jetzt einfach so. Ja, ne, ich bedanke mich dann ganz herzlich beim... da will noch jemand was. Dann lassen wir uns doch die Songs nicht nehmen und schauen hier noch vorbei. Beim Spongy. Ist der Part doch noch nicht beendet? Ich weiß nicht, ja, beenden, da kommt doch noch irgendwas dazwischen tatsächlich. Universum. Sehr krass. Ich habe Durst. Du hast Durst. Na dann. Ich habe auch Durst jetzt im Real Life, ne? Werde ich mir auch gleich was trinken. Bin ich auf Durst gegangen? Bin ich hier auf Süßes gegangen? Na, hier wollte ich es eigentlich hin, aber okay. Willkommen. Ach so. Bin ja dumm. Ja, als ob es ja einfach keine Getränke gibt, der ist halt. Als ob es hier derzeit. Okay, Teegetränk kann man die anbieten. Kommt jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr, damit wir mal wissen, was da haben hier. Vielen Dank. Also, ob die keine Orangensaft oder sowas einmal mehr haben, hatten die doch jetzt mal längst gehabt. Ach, das ist Gebäck. Ich habe halt Getränk gelesen, aber egal. Scheiße. Aber egal, der fand ziemlich lecker. Ich hab halt wirklich Getränk gelesen. Was ist ein Teegebäck? Geil gemacht, aber okay. So, das war's jetzt endgültig mit dem Part, liebe Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.